Hallo, für diese Aufgabe habe ich mal ein bisschen was zum Spielen mitgebracht. Es geht um Folgendes. Wir haben hier Kantenmodelle von geometrischen Körpern und möchten Strecken in diesen Kantenmodellen, das heißt Kanten, die wir sehen, oder irgendwelche Diagonalen, die sich hier befinden könnten, ersetzen durch diese Vektoren, die gegeben sind. Ja, hier ist das natürlich so gemeint, dass nicht nur dieser kleine Pfeil gegeben ist, sondern der Vektor, der von diesem Punkt zu diesem Punkt hinführt. Hier ist der Vektor, der gemeint, der von dem unteren Punkt zu diesem oberen Punkt hinführt. Ich habe das nur jetzt nur mal so salopp mit diesen Pfeilen dargestellt. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier eine Diagonale darstellen möchten durch gegebene Vektoren, das ist die Diagonale dieser Seitenfläche hier, dann können wir das machen, und zwar indem wir von hier aus diesen pinkfarbenen Vektor entlang gehen und dann diesen anderen Vektor, den hier, rückwärts entlang gehen. Wir rechnen quasi dieser Vektor minus dieser hier. Die sind übrigens nicht gleich groß, die haben jetzt zwar gleiche Farbe, das soll aber nicht heißen, dass die gleich groß sind. Ja, dieser Vektor minus der hier, das würde dann diese Diagonale ergeben. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.